So wird er aussehen, der neue Unterricht. Keine Masken im Klassenraum, kein Mindestabstand der Tische. Also alles beim Alten, wenn die Schule wieder startet, im Regelbetrieb? Wohl kaum, warnt die Kultusministerin aus Mecklenburg-Vorpommern, vor allem bei Musik. Insofern geht Singen dann, wenn man es mit Abstand voneinander macht. Man kann auch auf dem Hof singen. Also es ist auch in diesen Pandemiezeiten auch ein bisschen Flexibilität und Kreativität gefragt. Die Kultusminister haben im Sommer gemeinsam ein Hygienekonzept beschlossen. Klar ist, wer Corona-Symptome aufweist, darf nicht ins Schulgebäude. Es wird empfohlen, häufig zu lüften. Ein Mund-Nasen-Schutz gehört dazu, ebenso 1,50 Meter Mindestabstand. Eigentlich. Außer im Klassenraum, dort gilt das nicht. Auf Details wurde verzichtet, um auf örtliche Gegebenheiten eingehen zu können. Genau da liegt der Haken, sprich, es bleibt alles am Schulleiter hängen. Wir sind abhängig von den Voraussetzungen, die sind sehr unterschiedlich. Und deswegen wird es wieder einen Flickenteppich geben. Und das hat natürlich große Nachteile, weil die Eltern wissen nicht, auf was sie sich einstellen können. Wir befürchten großes Durcheinander. Schwierig wird auch die Personalsituation. Wer als Lehrer zur Risikogruppe gehört, braucht einen Attest und darf zu Hause bleiben. Ersatz ist bislang nicht in Sicht. Deswegen rechnet der Bundeselternrat im neuen Schuljahr mit einem Mix aus Präsenz- und Online-Unterricht.